sogar alles gefunden. Holy shit. Was hatten die eigentlich für lustige Brillen auf, außer dass sie nochmal ein oder zwei Schuss getankt haben? Sind das Menschen? Oder Roboter? Wie auch immer, beides wäre schlimm. Definitiv. Oder beides ist schlimm. Eins von den Sachen wird es ja sein. Baut er seine eigene Armee hier auf, oder was? Wie zum Teufel kommst du... Warum frage ich eigentlich noch, ne? Wie kommt er da hin? Kann ich jetzt einfach hin und her fahren? Echt jetzt? Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Immer werde ich aus Versehen dieses blaue Auge, was kombinierbar ist, verkaufen. Aus Versehen. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Ja, ich habe halt nicht so viel, ne? Diesmal war es wirklich... Ja gut, ich habe auch fast 200.000 Leih, also... Oh! Ach! Kostet nur 120.000! Kostet nur 180. Wieso? Jetzt schmeißt er mit dem Titan Shit durch die Gegend oder was? Du ahnst es nicht. Eine durchschlagskräftige Vollautomatik-Maschinenpistole, voll ausgerüstet, verfügt sie über beeindruckende Feuerkraft. 200 Feuerkraft. Das ist eine Flinte. Eine halbautomatische Flinte, mit der sich zielgenau einzelne Gegner ausschalten lassen, erweitert aber für noch bessere Feuerkraft. Macht 1160 Schaden. Sieht so ein bisschen aus wie eine umgebaute AK, aber wenn ich höre Flinte, denke ich an eine Shotgun. Das Geld reicht nur für eine von den beiden und die ist auch noch mega teuer. Was schießt die überhaupt? Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Ah, schön, dass du die jetzt anbietest. Aha, das ist eine Flinte. Also ist das wirklich eine Shotgun? Ich vermute mal, das andere ist ein Pistolenersatz. Ja. Ah, dafür hast du keinen Platz. Natürlich habe ich dafür Platz. Ich muss noch ein bisschen umräumen. Ja, das hier mit dem Messi höchstpersönlich, Mann. So. So, zack, guck mal, wie viel Platz hier ist. Zack. Gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay.
Bestätigen. So, jetzt ist die Frage. Jetzt werden wir wahrscheinlich die andere Knifte verkaufen. Macht halt keinen Sinn, die anderen weiterzuspielen, weil die halt die andere in der Grundausstattung schon so viel Schaden macht, wie die auf der dritten Ausbaustufe. Zu hungern heißt zu leben. Teuer das Ding ist. Ich hasse ihn dafür. Sowas nenne ich ein durchschlagendes Verkaufsargument. So, sind wir quasi doch wieder pleite. Ach, gar nicht. Ein Upgrade kostet 50.000 Flocken. Er will mich doch wohl verarschen. Was? Ah, schon gut, das war's. Ich würde sagen, komm, scheiß drauf. Wir verkaufen jetzt die Halskette mit den Fassungen. Ich weiß halt nicht, wann die... Was? Oder? Wann bekommen Hals wir denn noch was dazu? Beinbruch. Das sind jeweils... Das sind drei Teile und das sind zwei Teile. Bin mir sicher, dass in der Kombination mit einem anderen Teil das übelst krass... an Wert zulegt. Wenn wir mal ein bisschen umbinden. Zwei. Die auf die. Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten einen Schnellzugriff auf die 3 und das. Aufpassen, was sich hier wieder für Tasten drücke, ne? So, das speichern wir mal auf einen extra Slot. Wir haben ja genug. Echt so wenig Munition? Das ist echt traurig, ne? Das ist wirklich sehr traurig, muss ich sagen. Hinter der Tür ächzt was. Ein Traum. So, wir haben nicht wirklich viel davon. Nicht so die krasseste Waffe. Kommt ins Licht, meine Brüder. Oh, ich muss mal nachladen. Sehr nett, dass sie gewartet haben. Jetzt nicht viel besser als meine Pistole, würde ich sagen.
Hab wieder blind eingekauft, ne? Vor allen Dingen übelst ein Abgasen drauf, dass man so viel Kohle hat und dann, haha, doch nicht. Warte kurz, warte kurz. Geh weg mit deinem Flegel da. Oh Gott. Ich wusste, dass wieder ein Schuss gefehlt hat, ne? Ich weiß leider nicht, was da oben in diesem einen Raum ist. Wenn ich hier durchgehe, geht es hier weiter? Geh mal oben rein. Ich will jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie was verpassen und dann. Ah! Ah, okay. Hab nicht gesehen, dass da ein Stück gefehlt. Ein Stückchen vom Boden. Kann man nicht hochhopsen? Ne, okay. Pro habe ich das nicht dabei, was man einsetzen kann. Was zum Henker ist denn hier los? Akupunktur oder was? Gießanlage, wo man Kokile braucht. Okay. Klar. Logisch. Seid doch froh, ich habe euch das Augenlicht wiedergegeben. Wie undankbar kann man... Double Kill? Wirklich, wie undankbar kann man sein, bitte? Klick. Ah, nix. Och, Gelbquarz. Also wir brauchen Geld noch mehr als vorher, kann man sagen. Money, money. Das ist einer von denen, die da ganz oft an dem Fließband da durch die Gegend gezerrt wurden. Ich glaube, der steht gleich auf und dreht durch. Das ist das, was wir das eine Mal auf dem Bild in der Hütte gesehen haben, ne? Wenn jetzt hier wirklich so viele Leute gekapert haben, aus dem Dorf, vermute ich mal, dass es vorher eine Großstadt war. Also, ohne Flachs. Wenn ich an dem vorbeigehe, dreht er bestimmt durch. Sackgasse finde ich immer sehr nice. Irgendwie das Gefühl, dass er uns gleich ganz hart verfolgen wird. Ah, falsche Richtung. Hängen geblieben.
Säge. Kann man die töten? Das Gefühl, man kann ihn nicht töten. Würd's dennoch gerne probieren. Ah ja, so einer bist du also. Okay. Den kann man nicht töten. Definitiv kann man den nicht töten. Ah ja. Okay. Klick. Oh, schlägt mich doch nicht so, Kollege. Ach, das hat wieder nicht gereicht. Geht immer ein Schuss. Manchmal auch zwei. Ich habe ihn kurz aufkrächzen hören, aber habe erst nach rechts geguckt. Okay, das ist eine Maschine. Ich wollte gerade sagen, wir schwingen da schon wieder den Hammer. Klack. Könnte eigentlich mal im Schlafzimmer, im Wohnzimmer das Licht ausmachen, fällt mir gerade so ein, wenn eh keiner da ist. Moment. Zuck. Ja, auch alle irgendwo sparen, ne? So. Guck mal, hier kann man es so nahe locken. Sieht sehr interessant aus da drin, ne? Ich wette, hier wird es interessanter. Ich höre doch da schon wieder Geächze. Das ist keine Maschine. Ich weiß, Kinder, ihr habt es auch gehört. Muss sparen, deine 3090 treibt die Stromrechnung sehr zu hoch war. Nein, generell. Also ja, wahrscheinlich schon. Aber generell muss man doch auch mal ein bisschen drauf achten, ne? Da hinten sehe ich doch schon. Klaus und Klaus. Naja, das habe ich mir schon wieder fast gedacht, dass das passiert. Hat er gerade ein Ding auf die Nische gekriegt? Ah, I understand. Eigentlich will ich den Kollegen da hinten erstmal umledern. Machen wir auch Unnötiges aus, genau. Na. Mhm. Die Katzen haben übrigens drüben was runtergeschmissen. Ich muss mal kurz gucken gehen. War ich wieder da?